So, hallo, wir machen. Ich habe Isaac noch nicht geladen. Weiter bei Isaac. Repentance. Je nach Titel, beziehungsweise Thumbnail, habt ihr schon herausgefunden, was ich mache. Ich weiß es tatsächlich gerade noch gar nicht. Deswegen starten wir erstmal das Spiel. Wie wäre es damit? Ich denke, ich würde, ich, vielleicht wechseln wir ein bisschen uns mit den Challenges ab. Letztes Mal haben wir wieder Link's Awakening. Nee. Nee, haben wir gar nicht. Isaac and his mother Nee, lived haben wir alone gar in nicht. a Wir haben small Seeing house Double on a hill. gespielt, ne? Richtig. Die letzte Folge war Seeing Double und jetzt kommt wieder ein Versuch Link's Awakening. So rum machen wir das. So rum machen wir das. So rum machen wir das. Das ist doch eine Idee. Na, weil Seeing Double ist ein bisschen creepy. Vielleicht probieren wir uns einfach nochmal an Link's Awakening. Ach, es ist ja gar nicht Link's Awakening. Es heißt ja Isaac's Awakening, aber da kommt der Name her. Und Link's Awakening. So, hast du was Schönes für mich? Ja, so gesehen habe ich jetzt schon ja, so gesehen hat es schon was gebracht. Nicht much, aber mehr als nix. Oh, das Anarchist Cookbook ist natürlich doof, aber es ist gut, weil. Weil. Huch! Ach, man kann die auch. Ich habe das bisher immer so gemacht. Wisst ihr, wie dumm ich bin? Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ich das Zeug auch werfen kann? Das bedeutet, ich kann doch problemlos Pilze öffnen. Und muss keine Angst haben, wenn irgendwas rauskommt. Oh mein Gott, das verändert schon wieder so viel. Ich kann alles öffnen. Ich kann alles aufmachen. Ich dachte, ich kann die immer nur so fallen lassen. Und dann war nämlich, wenn die explodiert sind, die Sachen, war das immer ein bisschen zu kritisch und dann habe ich das gelassen. Aber das explodiert gar nicht, wenn ich nicht dumm bin. Sondern ich kann die einfach werfen. Kann ich so vielleicht sogar den Geheimraum aufwerfen? Also brauche ich dann überhaupt keine Bomben mehr? Aber wahrscheinlich nicht. Das werden wir aber gleich mal testen. Das wäre natürlich chillig. Wäre eine sehr interessante Geschichte. Das werden wir gleich mal testen. Kann ich aber auch auf Gegner werfen dann, ne? So nicht. Okay, also wenn jetzt hier der Geheimraum ist. Oder hier ist. Ja, okay. Dann geht's nicht. Dann kann ich die nicht aufsprengen. Also aufwerfen. Ja, cool. Nehmen wir mit. Schöne Geschichte. Den anderen Geheimraum können wir uns auch noch snacken. Yeah, wobei eigentlich muss er nicht. Na, der ist schon wieder. Na, wahrscheinlich ist er da drüben. Darf der an den Bossraum angrenzen? Wir lassen das. Wir heben die Bombe, wir heben die Bombe auf. So. Problem ist halt bei der Challenge immer dieser Kampf mit Mother. Und ich schätze, der Kampf mit Mother dauert einfach ewig. Na, das ist das Problem. Ich schätze, dieser Kampf wird einfach ewig dauern. Und da kann man nichts dagegen tun. Weil wir halt nicht schnell an sie rankommen, aber wir müssen mehr ausweichen. Also wir müssen eigentlich, ja gut, außer wir haben halt gute Schutz, vielleicht einen guten Schutz. Aber das Schild hat bisher nicht so viel Schutz jetzt gebracht vor den Schüssen, leider irgendwie. Aber gut, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Ich quatsche wieder viel zu viel. Downpour, okay. Das ist eigentlich nice, auf die Art und Weise zu öffnen, falls irgendeine Kacke rauskommt.
und eine Trollbombe zum Beispiel, die gerade eben demonstriert. So, bei Downpour 1 muss ich noch nicht aufpassen. Erst bei Downpour 2 müssen wir dann natürlich das Knife Piece holen. Oh, nee. Freunde. Ihr blöden. Ja, wie mache ich das jetzt mit dem Messer? Okay. Wie hätte ich das jetzt gemacht, wenn ich nicht schießen hätte können? Also wenn ich jetzt nicht volle Energie gehabt hätte. Wie hätte ich das dann gelöst? Problem, ne? Sehr, sehr, sehr problematisch. Sehr problematisch, das Ganze. Jetzt will ich mal gucken, wie viel Schaden ich so mache, wenn ich das auf Gegner werfe. Können wir beim Mother irgendwas werfen? Nee, haben wir nichts zum Werfen. Schade. Jo, das ist gar nicht mal so bad. Ach, gucke mal. Hui. Jo, direkt das Damage up mitgenommenst. Sehr schön. Sehr schöner Start. Schlüsselshop ist jetzt irgendwie nicht so. Das ist eine sehr kurze Ebene mal wieder gewesen. Aber es soll mir recht sein. Dann gehen wir doch einfach direkt weiter. Oh nee. Oh, ich hasse den. Der kommt einfach von irgendwo und macht Schaden und ist dumm und gemein. Vor allem, wenn er dann so mit seinem Schreck nach oben geht. Ja, komm. Ja, genau. Da weiß man gar nicht, wo der kommt und wie man ausweichen soll. Und dann trifft er einen einfach. Man musste eigentlich die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Oh Gott, war das schlecht, was ich getan habe. Aber gut, was soll's. So, La question is... Gehen wir... Nein, wir gehen nicht Satan-Deal, wir versuchen uns am Angel-Deal. Und wenn der nichts wird, können wir immer noch in den Satan-Deal gehen. Aber jetzt gehe ich erstmal nicht rein. So, dann haben wir jetzt nämlich reine... Genau, reine Angel-Deal-Chance. So ist das... Nein! Wie soll ich die... Ah, die kann ich ins Feuer locken. Geh ins Feuer. So ist gut. Okay, so kann ich das theoretisch machen. Okay, jetzt muss ich einmal testen. Ja, okay, das ist dann weit genug weg. Das heißt, ich kann Dinge wirklich explodieren lassen, die auch weit genug... Also die dann auch... Okay, cool. Cool, cool, cool. Wir können also Pilze werfen, wir können alles werfen, was wir... Kann ich so die blauen Feuer ausmachen, ohne eine Bombe zu opfern? Nein. Schade. Also das geht leider noch nicht. Okay, also hier ist der Spiegel. Hier ist das weiße Feuer. Wir müssen vom Spiegel zum Itemraum den Weg. Ja, okay. Das ist dieser Raum und der andere. Kriegen wir hin. Der Raum ist jetzt nicht so das Problem, ne? Aber irgendwo ist noch ein Gegner. Okay. Okay, das ist der Raum. Das geht doch in Ordnung. Das geht doch soweit in Ordnung, ne? Was macht dieses Ding nochmal? Ich würde spontan das Fragezeichen nehmen, aber ich gucke kurz nach, falls diese Larve doch irgendwas kann. Was ich nicht mehr weiß und was mir vielleicht jetzt hilft. Aber ich habe die Larve jetzt nicht als das beste Item in Erinnerung. So rein spontan. Wir gucken ganz kurz nach, was die Larve macht. Infestation when Isaac gets hit. Ja, ich will aber nicht, dass Isaac gehittet wird. Okay. Nee, ich will ich nicht. Eins von drei Fliegen-Items, um Beelzebub zu werden. Beelzebub werden wäre ganz cool, aber... Dann nehmen wir lieber das mit. What? What? Ah, der geht irgendwann... Der schießt irgendwann einfach raus. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so geil. Hat der gerade das Herz in eine Pille verwandelt? Okay. I see you. So, wir klären kurz den Weg zum... Hä?
Oh, ich bin in die Plörre gelaufen. Wir klären kurz den Weg zum Boss. Kannst du nochmal das Verwandeln des Herz? Jo, okay, alles klar. Ich liebe dich. Okay, 8 Münzen für ein potenzielles HP ab, könnte man mal probieren. Optimalo! Machen wir erst den Boss und dann machen wir Spiegel. Sehr schön. Nice, da ist mein Engelraum. Perfekt. Es hat funktioniert. Mal wieder. Und wir kriegen Wafer. Ja! Yes! Yes! Mir wurde letztens geschrieben, warum machst du nicht die lila Feuer kaputt? Ich habe Angst, dass die mich treffen. Ihr seht ihr, wie schnell die schießen? Ich will das nicht. Wafer ist super gut. Wafer halbiert mir den Schaden bei Mutter. Oh ja. Oh, lass den Run funktionieren. Oh mein Gott, bitte ja. Oh, wir brauchen Wafer. Dringend brauchen wir Wafer. So. Oh, dieser Raum ist ja am Anfang. Ah, nein, 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 nein. Geh ins Feuer. Geh ins Feuer. Diese Drecks fliegen. Ah! Zwei Hits kassiert. Ich hatte Wafer. Das war so frech. Das war so frech. Das war so frech. Boah. Boah, war das frech. Aber mein Engel-Deal ist aufgegangen. Ah, ich muss unbedingt wieder Wafer haben. Wafer ist der Way to go gegen Mother. Wenn man nicht gut ist und wenn man oft gehittet wird und so. Ich brauch so Zeug wie Wafer. Ja, ich habe da gar nicht dran gedacht, dass es das ja geben könnte hier. Oh Mann, wir hatten Wafer und ich verkack's wegen dem scheiß Moment mit dem Geist. Oh, ich krieg einen Rappel. Ich krieg so eine... Jetzt krieg ich... Gib mir einen Schlüssel. Danke. Alter, ich krieg so einen Rappel. Jetzt habe ich... Es darf echt nicht wahr sein, ne? Es darf echt nicht wahr... Meine Güte! Oh, ja, genau, das wollte ich eben nicht. Null. Alter, das... Aber das... Da komme ich jetzt den ganzen Part über wieder nicht drauf klar. Dass ich gerade einen Run mit Wafer in die Jagdgründe geschickt habe. Da komme ich jetzt den ganzen Run über wieder nicht drauf klar, ne? Und ihr auch nicht. Junge, es darf nicht wahr sein. Hasse dich, hasse dich, hasse dich, hasse dich, ich hasse dich. Hör auf. Ein Abflug. Kann ich irgendwas machen? Nö, weiter. Boah, ich bin sauer. Auf mich aber, ne? Nicht aufs Spiel. Ich meine, das habe ich komplett selbst versaut. Alter. Es ist... Es
ist so nicht normal. Ah, Mann, ey. Kannst du nicht mehr öffnen, selbst wenn ich wollte. Ja, den Pup nehmen wir natürlich mit. Sehr schönes Ding, sehr schönes Ding. Kurz Steine gucken. Nee, nix. Ach so, ich könnte jetzt natürlich... Hahaha. Eine Sache mal probieren. Denn das würde ja zumindest schon funktionieren, ne? Okay. Also wenn da der Geheimraum gewesen wäre, hätte er das aufgemacht. Ziemlich sicher. Aber da war er halt einfach nicht. Überleg gerade. Ich würde sagen, wir gehen rein. Jupp, gute Idee. Definitiv gute Idee. Das war dumm. Kann ich mich bitte nicht von allem möglichen Zeug treffen lassen, wenn ich schon ein Schild habe? Mein Gott. Der hätte jetzt ein bisschen mit ein bisschen mehr Herzen hier rausgehen können, aber ist okay. War halt wieder dumm. Da ist der Shop. Die schießen so komisch krumm. Ah, mag ich gar nicht, sowas. Oh, lol. Da kommt einfach was raus. Okay, alles klar. Kommt auch dir auch was raus? Ja, okay, da kommt Gegner ran. Nee, dann lasse ich das. Da habe ich keinen Bock drauf. Da kommt irgendein Müll raus. Was kommt aus dir? Moment, was kommt aus dir raus? Okay, da kommt Geld raus. Cool. Gut. Eine Bombe haben wir noch. Naja, theoretisch könnte ich mal versuchen, hier zu sprengen. Ja, okay. Ja, okay. Oh, nice, nice, nice. HP ab. Heißt das Spiel? Gönn mir halt mal länger als eine Sekunde ein zusätzliches Herz. Ah, vor allem ist die HP-Down-Pille einfach doppelt. Okay, okay, mit Balls of Steel bin ich versöhnt. Mit Balls of Steel bin ich versöhnt. Alter, ich meine, es ist eh besser. Es ist eh besser, mehrere Herzen vor dem roten Herz zu haben, ne? Das ist eh besser. Weil man dann öfter die Chance auf die Deals bekommt. So, wir gehen den gleichen Schritt wie vorhin. Wir gehen nicht den Devil Deal, sondern wir wollen das nächste Mal wieder einen Angel Deal haben. Und dann kriege ich wieder Wafer, bitte. Dann ist es in Ordnung. Dann haben wir einfach nur eine Zeitverzögerung gehabt. Dann bin ich da voll dabei. So, da ist schon mal der Itemraum, für den ich noch nicht mal einen Schlüssel habe. Und auch noch keinen Schlüssel kriege. Aber wir haben ja mittlerweile den Lucky Poop-Dings, ne? Und dann können wir hier ganz schnell Sachen bekommen. Und dann können wir mindestens vielleicht im Shop einen Schlüssel kaufen. In den ich auch nicht reinkomme. Nice. War auf jeden Fall ein guter Zwischenraum. Also äußerst sinnvoll, da reinzugehen, auf jeden Fall. So, Stachelstein, sag ich schon. Stein ist nicht relevant. Du machst einen Abflug. Halbes Herz. Mehr Geld. Achso, das kann ich abhauen. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. So. Aber immer noch kein Schlüssel. Das ist beunruhigend. Kann es sein, dass die Ebene mir... Also könnte es passieren, dass man in der Ebene keinen Schlüssel bekommt und es dann nicht machen kann? Oder muss es in der Ebene den Schlüssel geben? Vor allem jetzt ist es ja die Challenge, ne? Also wenn die Challenge mir jetzt einfach keinen Schlüssel gibt, kann ich das nicht machen. Am Ende. Wait, sind wir... Ne, wir sind in Drost 2, ja. Ich muss jetzt einen Schlüssel bekommen. Sonst ist Kacke. Okay, erstmal hier noch ein Steinchen. Ja, jetzt bräuchte ich schon zwei Schlüssel. Ich,
Ich krieg nur Coins. Ich kann ja nicht mal im Shop einen Schlüssel kaufen, weil ich keinen Schlüssel habe. Geh auf. Ich hätte eine Bombe. Yo, ich brauche dringend Schlüssel. Ja, hier ist das Feuer, aber das nützt mir nichts, wenn ich keinen Schlüssel habe. Okay. Wobei, der Itemraum ist wahrscheinlich offen, ne? Der Itemraum ist wahrscheinlich offen in der Challenge. Und Leute, ich muss so einen weiten Weg gehen. Das machen wir gleich, weil wenn ich es nicht schaffe, dann ist eh Kacke. Wenn ich den Weg jetzt nicht schaffe, dann ist es eh Müll. Wenn ich den Weg jetzt nicht zurücklegen kann, dann habe ich eh verhauen. Dann habe ich es auch verdient. So, also hier rein. Zack. Okay, da ist mein zweiter Schlüssel. Wait, wohin muss ich? Da ran. Passt schon. Bitte don't hit me! So, ein Raum noch. Ja, das kann jetzt nicht schief gehen. Das kann jetzt wirklich nicht mehr schief gehen. Okay. Ja, und die Tür geht auch so auf. Nice, die Tür geht auch so auf. Also, man muss keinen Schlüssel. Okay, man muss keinen Schlüssel haben. Ich habe nichts gesagt. Man muss keinen Schlüssel haben. Einfach wieder raus. Und jetzt haben wir sogar zwei Schlüssel. Jetzt können wir die Truhe öffnen. Und den, Dings... Machen wir hier noch kaputt, weil vielleicht... Nice. Gibt's noch Münzis. Nice. Und Abflug. Dann wäre jetzt ja sogar... Was passiert eigentlich, wenn ich in der Welt den Spiegel sprenge? Ich will's nicht wissen. Was passiert, wenn ich in der Welt den Boss besiege? Das müssen wir auch irgendwann mal testen. Den Boss müssen wir auch irgendwann mal in der Welt besiegen. Ja, okay. Ich hoffe jetzt drauf, dass der Shop auch noch einen Schlüssel hat. Schade. Weil jetzt habe ich mir den Itemraum verbaut. Was war diese Box jetzt da? Was war diese Truhe? Hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Kann es mir nicht merken. Nie kann ich mir was merken. Die war, glaube ich, nicht mal neu. Die war, glaube ich, ein Afterbirth Plus Item. Ja, genau. Mr. Me. Ach so, ist ein Active Item. Ja, nee, nützt mir nichts. Ach, das ist dieses... Ja, okay. Das ist dieses Ding, was verschiedene Sachen macht, abhängig von... Ja, okay, das ist komisch. Brauche ich nicht. Ich will mein Dings behalten. Ah, Mann, jetzt habe ich hier komplett für nix den Schlüssel. Fürs Item. Nehme ich zumindest eine Bombe noch mit. Oh, vielleicht... Okay, mit Glück habe ich eine Karte und das ist einfach der Port in den Shop. Okay, ist nicht der Port in den Shop. Na gut. Mit Glück ist es eine Telepilzpille und ich port mich in den Shop, in den Itemraum. Ach, es ist das HP-Up! Das habe ich gar nicht realisiert. Es ist die Farbe vom HP-Up gewesen. Stimmt! Oh, gut. Ja, dann kann ich auf das Item da drüben auch verzichten. Ganz ehrlich, dann kann ich auf das Item da drüben auch verzichten. Dafür, dass ich das HP-Up bekommen habe, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Oh, nicht schon wieder der. Ich hasse dich immer noch, nur dass du es weißt. Wie genau wegen so einer Kacke. Jetzt kommt er hier raus. Tschüss. Wieso kriege ich jetzt nicht meinen Angel? Aber gut, Pentagramm ist auch cool. Pentagramm ist auch ganz nice. Oh, wisst ihr, was wir machen könnten? Ich bin jetzt der ganz andere Typ. Ich bin jetzt der ganz andere. Passt auf, jetzt bin ich gespannt. Funktioniert das? Die sieben Münzen investiere ich jetzt einfach mal.
Die 7 Münzen investiere ich jetzt einfach mal. Verstehe ich dieses Ding richtig? Wenn ich dieses Ding richtig verstehe, kommen wir in den Itemraum. Wenn ich dieses Ding richtig verstehe. Mach Uff. Ha! Okay, was war dieses komische Röhrchen? Habe ich schon mal nachgeschaut. Das habe ich erst letztens sogar... Habe ich das schon mal nachgeschaut? Es sieht bekannt aus. Es sieht bekannt aus. Ja, das hatte ich in, das hatte ich in Dings, in einer der, ah, scheiße, das hat die wieder weggetragen. Ja, das war komplett. Egal. Das hatte ich in einer der, Hard-Runs, glaube ich. Also, Ultra-Hard-Dings. Da hatte ich das mal. Glaube ich, dass es da war. Deswegen kennt es jetzt vielleicht nicht alle. Oder der Part ist auch noch gar nicht oben, wo ich das hatte. Das sorgt dafür, dass wenn ich Gegner kaputt mache, dann splatten die so in verschiedene Schüsse noch. Und die machen den Gegnern Schaden. Also nicht wundern, alle Gegner werden jetzt zusätzlich noch in so rote Schüsse aufgeteilt. Und das ist aber, die tun mir nicht weh, die Schüsse. Auch wenn sie rot sind, ne? Das sind sozusagen zusätzliche Tiers, wenn man so will. Okay, ich guck kurz nach Steinchen, aber es passt soweit. Okay, alles gut. Alles gut. Schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache. Da seht ihr das, die gehen kaputt und dann splatten die sich auf. Und je besser der Gegner ist, je besser der Gegner ist, umso mehr Schüsse werden da gesplattet. Ne? Da kam jetzt irgendwie so 3 raus, 2. So in der Richtung ist, funktioniert dieses Ding. So, kurz Steine gucken, das sehe ich aber nichts, aber wir gehen noch an die Feuer ran. Die Dinger kann ich ja nicht kaputt machen, ne? Nee, die sind einfach. Die sind halt einfach da. Ist okay. Nice. Da können wir jetzt ordentlich. Hui! Nice! Also, herztechnisch läuft's übelst gut gerade. Wobei mir das Ganze in HP-Ups, also in roten Herzen, fast ein bisschen lieber wäre. Das meinte ich. Ich weiche den Dingern aus, ich musste den gar nicht ausweichen. Aber das passiert automatisch bei mir. Also nicht. Oh Gott. Irgendwas? Oder darf ich einfach wieder raus? Hey, hier ist einfach nichts. Was für ein extremst merkwürdiger. Okay, lasst mich kurz was probieren. Das müsste jetzt aber wirklich funktionieren, ohne eine Bombe zu opfern. Wenn ich es jetzt nicht völlig falsch mache. Hui! Ja. Hat aber nichts gebracht. Okay, aber es hat funktioniert. Okay, Bossfight. Machen wir gleich. Und danach würde ich dann gerne noch den Wash suchen. Aber erstmal, jawohl. Erstmal nehmen wir dich auseinander, mein Freund. Mit dem Schwert sollte das ja nicht so das Problem sein. Okay, tschüss. Da ist mein Angel Deal. Romsaki war jetzt nicht so dramatisch, okay. Wafer! Na gut. Na gut, ist auch in Ordnung, ne? So, ich erhöhe jetzt meine Chance auf den nächsten Angel Deal. Sehr schön. Weil jetzt taucht wieder beides, jetzt kann wieder beides auftauchen. Jetzt kann sowohl Angel auftauchen als auch Angel.
So. Ach, als auch, Devil meine ich. Nice. Jetzt sind wir voll. Jetzt brauchen wir nicht mal mehr. Yo, das HP-Up überschreibt jetzt einfach das andere blaue Herz. Aber ich glaube, es ist gar nicht so geil, wenn man nur rote Herzen hat nachher. Ich glaube, es ist gut, wenn es ausgewogen... Oh mein Gott. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn es so ein bisschen ausgewogen ist. Nicht sicher, aber... Ja, gut, das ist... Ich brauche jetzt gar nicht das blaue Herz kaufen, wenn ich ehrlich bin, weil... Wird ja gleich durch das HP-Up aufgefüllt. Wir kaufen aber einen Schlüssel, kaufen wir, und eine Bombe kaufen wir. So. Okay. Ach, was wäre denn das hier gewesen? Sehe ich jetzt erst, da ist so eine Batterie. Aber das ist doch sicherlich nur für so ein Charge-Item. Und, ja gut, das Ding ist, ich sollte nicht bis ganz nach unten den Dings mitnehmen, weil ja theoretisch, also rein theoretisch, könnte ich ja irgendwann auch noch ein besseres Space-Bar-Item bekommen, so für den Kampf. Also könnte man überlegen, ob man sich den noch holt, wenn ich noch Münzen bekomme. Könnte man drüber nachdenken, tatsächlich. Ist schon wieder so ein Raum, der einfach leer ist. Ah, jetzt kann ich das mit den Pilzen auch ausprobieren. Also wenn ich jetzt die Pilze werfe, dann dürfte da auch nichts schief gehen, selbst wenn es dann Giftpilze sind. Sehr gut. Sehr praktisch. Kann ich noch was anderes testen? Und zwar, ob hier der Geheimraum ist. Nein. Nice, 14. Oh, du könntest mir auch ein gutes HP-Up noch geben. Okay, du gibst. Gut, dann machen wir es so. Dann machen wir es so, dann ist es durch. Ist auch in Ordnung. Dann ist die Sache durch. So, dann haben wir hier noch ein Räumchen. Oh ja, wir waren noch gar nicht im Stachelraum. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch rein. Stachelraum. Geh weg. Eine unbekannte Pille. Ich gucke erstmal hier rein, bevor ich weitermache. Okay. Also, unbekannte Pille. Speed up, Shot Speed up, Tears down, kann ich mit leben. Oh Gott, Hämatemesis, gefährliche Karte. Gefährliche Karte, in dem Fall war es okay, aber gefährliche Karte. So. Okay, dann könnten wir jetzt doch noch... Ja, na gut. Wirklich? Aber da kann auch nichts sein. Doch, hier... Oh, den habe ich nicht. Ja, okay, okay, okay. Ja, okay, okay, ist in Ordnung. Okay, dann kaufen wir einmal das Volt-Ding. Nein, Volt-Ding. Schaden kann es auf gar keinen Fall. Im Moment nützt es mir auch nichts, aber sollte ich noch ein besseres Space-Bar-Item mir irgendwann ergattern, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, es mit dabei zu haben. Na? So. Da ging es jetzt wirklich nur um das Konzept haben oder haben. Gut. Hauen wir ab. Passt. Nächste Runde. Das zweite Messer holen. Es ist, also bisher finde ich den Run gut, nur Wafer aus dem vorigen Run traue ich echt hinterher. Na, das war... Okay, neuer Versuch. Kann ich das aufwerfen? Okay, jetzt muss ich wirklich sprengen. Alles klar. Man versucht ja so viel zu sparen wie möglich, nicht wahr? So, jetzt kann ich den Pilz auch hier werfen. Gar kein Problem. Selbst wenn er dann kacke ist. Du gehst weg. Du gehst weg. Oh, was ist das denn? A lighter. Watch the world burn.
Grundsätzlich würde ich den Poop weiter mitnehmen, außer der Leiter ist jetzt wirklich viel, viel besser. So, lass mal gucken. Du bist bestimmt ein Afterbirth plus Trinket oder so. Ich kenne dich jedenfalls nicht. Ah, nee, er scheint sogar ein Repentance Trinket zu sein. Na gut, dann gucke ich mal vorsichtig nach oben. Auf die andere Seite. Chance for enemies to burn when entering a room is affected by your luck stat. Wie ist mein Luck? 2. Weiß nicht, ob das so nützt. Also es ist natürlich nicht schlecht, aber ich würde... ich würde lieber weiter den Poop mitnehmen. Ich denke, der ist aktuell nützlicher. Yo! Yo! Ein Guppy-Item. Das nehme ich sofort mit. Das nehme ich sowas von sofort mit. Du machst einen Abflug, du auch. Da komme ich auch so ran. Shotspeed-Up. Mein Shotspeed-Up ist wahrscheinlich jetzt hier mit das Ineffizienteste. Aber was soll's, ne? Ah, der lädt jetzt, glaube ich, sogar... Ja, der lädt jetzt sogar ein bisschen schneller auf. Also, es hat sogar einen Effekt gehabt auf das andere Ding. Schade. Irgendwann werde ich so einen Raum noch aufsprengen. Ohne Bomben zu opfern. Irgendwann wird es mir gelingen. Oh, Nummer 1 haben wir gedrückt. Ah, gucke mal, gucke mal, gucke mal. Mehr blaue Haare. Okay, wir sind schon wieder voll. Nice. Oh, komm, noch ein Guppy-Item. Das wäre es jetzt. Noch ein Guppy-Item. Das wäre es jetzt. Das wäre insane. Schade. Aber ist okay. Man kann nicht alles haben. Dann müsste ich aber sogar... Ja gut, ich bin mal ganz ehrlich. Bei so vielen... Bei so vielen... bei so vielen... Bei so vielen Herzen ist vielleicht sogar ein Devil Deal auch attraktiv. Also wenn ich jetzt einen Devil Deal bekomme, würde ich, glaube ich, trotzdem reingehen. Ich weiß auch gar nicht, ob man beim zweiten... Ich glaube, beim zweiten Mal... ich glaube, beim zweiten Mal ist es gar nicht mehr so relevant, dieser Effekt. Ich habe es befürchtet, deswegen bin ich auch gleich rein. Dann haben wir den Kollegen schon mal weg. Nice. 2 Shops haben wir noch vor uns. Insofern ist der Discount auf jeden Fall real. Okay. So, machen wir erst den Boss weg. Was wir haben, haben wir. Dann holen wir uns den Quatsch. Wie gesagt, nur Wafer traue ich echt böse hinterher. Nix. Weder der eine noch der andere. Aber ich meine, es ist halt so. Es ist ja nicht gesagt, dass es immer was gibt. Wenn es halt nicht 100% ist, ist es halt nicht 100%. Jo, ciao. Uff. Okay. Dann jetzt nicht das zweite Knife Piece vergessen. Da muss ich wahrscheinlich da hoch. Gehen wir erst noch hier rein. Nee, da will ich, glaube ich, nicht rüber. Sehe ich von hier, was da drin ist? Komme ich da ran? Kann ich mir das sogar holen mit einem Schwung? Ich traue mich nicht, noch einen Schritt nach vorne zu gehen. Nee, wir lassen das. Ich traue mich nicht, noch einen Schritt vorzugehen. Ist okay. Man muss es ja nicht übertreiben, nicht wahr?
Oh, da war doch nochmal ein Hit von den anderen. Okay. Gut. Jetzt wird mir wieder alles abgezogen. Und ich muss hier halt einfach gleich durchwuseln. Aber ich bin stark genug, also das sollte funktionieren. Das dürfte jetzt nicht im Chaos enden. Ich werde zwar ein paar Herzen verlieren. Gar keine Frage. Ich werde hier nicht ohne Schaden durchkommen. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich werde nicht... Also es wird nicht schief gehen. Ich hoffe nur, dass ich nicht zu viele Herzen verlieren werde. Da da da. Da da da. Du, 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 du. Den brauche ich bestimmt. Ja. Also immer wenn man hier ein Item... Oh Gott, nee! Oh lol. Okay, das hat eine sehr merkwürdige Hitbox tatsächlich. Aber immer wenn... Oh, okay. Aber immer wenn ich hier... Wann genau trifft der einen? Das ist echt merkwürdig. Ich stand gerade richtig in ihm drin, ne? Und dann trotzdem hat er mich nicht getroffen. Kann der mir dann gar nichts? Manchmal? Wozu war der Weg jetzt nützlich? Oh, ich muss hier auf... Okay. Okay. Kann er mich vielleicht nur... Ich weiß gar nicht, wann er mich treffen... Wait, so geht es nicht. Hä, wie komme ich da ran? Ach, von hier da rüber werfen, oder was? Oh, ist ja ein richtiges Puzzle geworden. Haben wir es jetzt? Nein, immer noch nicht. Hat er mich immer noch nicht getroffen? Ich meine, mir soll es recht sein, aber mich wundert es langsam ein bisschen. So, jetzt kommen wir hier raus. Eieieiei. Schwere Geburt. Okay, das war jetzt ein Treffer. Aber wann trifft er mich und wann nicht? Na, es ist egal. So, ciao. Wir haben alles wieder. Wir haben jeden Raum gespielt. Ab durch die Hecke. Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Ach so, will ich jetzt den Leiter mitnehmen oder will ich... Will ich weiter werfen oder dieses Ding mitnehmen, dass Gegner brennen? Brennende Gegner sind eigentlich nicht verkehrt, oder? Das klingt nicht so dumm. Andererseits würde ich schon noch gerne weiterhin Steine öffnen. Ich meine, ich kann weiter Steine öffnen. Ich habe ja Bomben ein paar, aber... Ja, wir nehmen den Leiter mal nicht mit. Das wird jetzt kein One-Killer sein, wenn ich ihn nicht mitnehme. Also, das, so schlimm ist es dann auch noch nicht, ne? Okay. Abflug. So. Bam, bam, bam. Schöne Angel-Deal-Chance, die da am Start ist. Lol. Okay, ich nehme noch ein HP ab mit, aber ich sollte langsam aufpassen, dass es nicht zu viele rote Herzen werden. Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn es zu viele rote Herzen werden, oder? Ich glaube, es ist wirklich ganz gut, wenn es ausgewogen ist. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass es ganz gut ist, wenn es ausgewogen ist. Jo, jetzt wird es langsam kritisch. Wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Ich meine, ich... Ein HP ab ist vielleicht noch okay. Aber ich denke, man sollte schon so ein paar Slots freilassen für die Roten. Nicht für die Roten. Ah, ich bin mir unschlüssig. Okay, da müssen wir rein. Ich mache jetzt ein bisschen Platz, falls da Bomben rauskommen gleich. Dass ich hier weg kann. Okay. Okay, darf ich da jetzt bitte auch durchlaufen? Aber na, das ist jetzt genau der Punkt. Wenn ich jetzt nämlich zu voll bin, kann ich die nachher nicht mehr mitnehmen. Und sollte ich dann irgendwann zu viel getroffen werden? Na gut, aber solange ich so jetzt bin, solange nicht alles voller roten Herzen ist, kann ich ja genug blaue einsammeln. Und dann ist es ja okay. Dann ist ja okay, wenn man voll ist. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Also ich sollte praktisch das Ganze so machen. Oh, das war Hämatemesis. Das will ich doch gar nicht. Ich sollte das Ganze praktisch so machen, dass ich immer beide Herzsorten einsammeln kann. Das ist, was ich... Oh, yes! Das ist, was ich sagen wollte. Und man sollte immer beide Herzsorten einsammeln können. Rot als auch blau. Also oder halt schwarz. Ich glaube, dann ist man, fährt man am besten. Weil sonst hast du irgendwann vielleicht die Situation, dass du eben nicht alles einsammeln kannst. Und der Speedup war schon gut. Speedup war gut. Ich hätte nur gern meinen Wafer zurück. Also der ist echt... Dem traue ich böse nach. Jo, one-hittet man einfach automatisch alles, wenn man das Zeug auf die wirft? Das ist ja voll gut. So, jetzt wäre es schön, wenn wir eine schöne Karte bekommen würden. Sowas wie zum Beispiel... Oh mein Gott, wenn wir die Karte hätten, die einfach instant alles tötet. Die könnte ich einfach auf Mother draufwerfen. Die ist es nicht. Aber Tour of Hearts ist gut. Tour of Hearts ist gut. Tour of Hearts werde ich jetzt erstmal behalten. Tour of Hearts werde ich jetzt erstmal behalten. Und sollten wir mit Tour of Hearts weitergehen? Sollten wir mit Tour of Hearts weitergehen? Dann wäre es definitiv... dann wäre es definitiv sinnvoll... doch auf mehr rote Herzen zu gehen. Weil dann kann ich natürlich nachher mehr aufladen. Aber das werden wir sehen. Müssen wir alles noch sehen. Das steht noch in den Sternchen. So, was? Ach so, kann ich noch gar nicht ran. Nice. Ich mag es, wenn man irgendwann so weit alles Mögliche dabei hat, dass man einfach durchlaufen kann. Das ist immer sehr angenehm. Yo! Quad Space! Mit Item. Zwar nicht das geilste Item der Welt, aber man kann es mitnehmen. Nee, ist es, kann man nicht, weil es ein Space-Bar-Item ist. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Dachte, das ist so ein Effekt-Item. So, unbekannte Pille. Die nicht unbekannt ist, sondern ein Speed-Up. Hui! Ich muss den Knopf drücken, na ja. Oh mein Gott! Blödes Drecksding. Okay, ich wurde ein bisschen hin und her geschubst. Okay. Haben wir irgendwo noch schwarze Herzen rumfliegen? Ah, da unten ist noch ein blaues Herz. Da wir den Weg eh nie wieder zurückgehen, kann ich den jetzt auch nochmal gehen. Oh, lol! Hä? Hä? Wann habe ich denn die übersehen? Hä? Jetzt aber mal Retalk, wann habe ich denn die übersehen? Das war es ja komplett. Okay, was wir noch gar nicht gecheckt haben. Okay, hier kann kein Geheimraum sein. Hier wäre denkbar. Ja, da wäre denkbar. Nice. Nice. Wir haben noch gar nicht den Shop die Ebene gehabt, ne? Richtig, der Shop. Der kommt auch noch, der Shop. Ja, da ist auch. Oh, nice. Ja, cool. Spiel so, du wolltest blaue Herzen hier. Ja, okay. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt ist halt Real Talk der Moment gekommen.
wo ich sage, okay, wir haben genug Bomben. Die Candle wäre halt schon nochmal, glaube ich, ganz gut als zusätzliches Waffen-Item. Wegen auch Distanz, ne? Ich glaube, die Red Candle ist Feuer, was mich auch verletzen kann? Fragezeichen. Ne, die Flamme bleibt einfach länger. Okay. Okay, ich denke, die Flamme wäre ganz nice gegen Mother. Ich würde jetzt an der Stelle... Und sie braucht halt nicht so lange, um aufzuladen durch das Item, was wir haben, ne? Sie geht schneller kaputt. Also das wäre schon... eine Idee. Ich würde an der Stelle das Bracelet liegen lassen. An der Stelle beenden wir sozusagen die Challenge, wie sie gedacht ist, und spielen nicht mehr mit. Okay, warum sollte man den Raum hier machen? Es gibt hier literally nichts. Also, es gibt hier halt wirklich nichts. Cooler Raum. Würde ich spielen. Einfach einmal durchlaufen für nix. Ja, jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr auf die Gegner draufwerfen. Dafür kann ich jetzt halt vom Lammen auf die Gegner schießen. Ist doch auch was. Ja, das ist schon nicht verkehrt. Gerade wenn wir so Distanzgegner haben. Ach, ich muss auf das Skelett. Ups. Gerade wenn wir so Distanzgegner haben, ist es, denke ich, schon eine Idee. What? Ah, dann... Boah, dann wird schwierig, den anderen Geheimraum. Dann lassen wir den, wo er ist. Lassen wir den Geheimraum, wo er ist. Ist okay. Oh, der Dude. Wie viel Flamme macht eigentlich meinen Schaden? Ah, ihr habt mich noch gar nicht kaputt gemacht. Naja, schon okay, wenn man die da reinjagt. Okay, wo bin ich safe? Da oben. Ups. Da war der letzte, ne? Ja. Ich lasse mich noch viel zu oft treffen von dem... Ich lasse mich noch viel zu oft treffen von dem Kerl. Ich dachte, ich bin da safe. War ich nicht. Angel Deal. Chance auf Wafer intensifies. Vielleicht. What do we have here? What is this all? Also das ist... Lass mich... ich habe nicht nachgeguckt. Okay, da ist so ein... Das sind diese... Diese Glaubenskettenkarten-Dinger. Wo sind die? Die sind, glaube ich... Das ist, müsste ein relativ altes Item sein, oder? Höchstens Afterbirth, würde ich mal sagen. Höchstens Afterbirth. Ich tippe aber eher auf... Nicht Afterbirth. Okay, scheinbar ist es... Ich sehe die Dinger nicht. Was ist, wenn ich irgendwas nicht sehe? Weil dann dauert es 3 Jahre, bis es weitergeht. Das andere ist die... Die Dead Sea Scrolls, glaube ich. Ist es die Dead Sea Scrolls? Lass mich nochmal kurz gucken. Ja, es ist die Dead Sea Scrolls. Also die ist auf jeden Fall nicht mein Way to Go. Weil man weiß nicht, was da für ein Spacebar-Item-Effekt rauskommt. Und es könnte halt was Schlechtes geben. Da bin ich skeptisch. Sehr, sehr skeptisch. Deswegen lassen wir das lieber. was ist... Ah, da ist es. Scapula. Once per room, when you are damaged down to your final half a heart, you gain 1 soul heart. Okay, ja gut, ist besser als nix. Aber ist jetzt auch nicht das geilste Devil Room, Angel Room Item. Aber ist okay, ist besser als nix, wie gesagt. So, dann machen wir noch den Schlüssel vollständig.
dass wir noch eine höhere Chance auf nochmal einen Angel Deal haben. Weil theoretisch könnten wir noch einen bekommen, wenn ich richtig liege. Ich glaube, ja. Wir könnten in Dings, in Korps 1 könnten wir nochmal einen bekommen. Ne? Ich glaube, in Mausoleum 2 nicht wegen... Da ist ja dann das Herz und so. Da ist es wahrscheinlich nicht so effektiv. Aber ich denke dem anderen. Okay. Okay, wir gehen mal weiter. Ich hoffe, ich habe hier alles getan, was ich tun konnte und sollte. Ich könnte noch die Feuer sprengen. Die zwei könnt... Ja, die hier sprenge ich noch. Die zwei da. Okay, war ein Soul hat war dabei. Kriege ich die noch gesprengt, sodass beide explodieren? Wahrscheinlich setze ich es jetzt so, dass nichts explodiert. Okay, immerhin eins mitgenommen. Aber es hat nichts gebracht. Okay, passt schon. Wir kriegen jetzt noch ein HP ab dazu. Na, das kommt ja auch noch. Und damit passt es eigentlich schon ganz gut, was wir hier machen. Ah, nee, ich muss den Dude... Ja, alles klar. Hör auf, irgendwas gegen mich zu werfen. Jo, der Raum war richtig kacke, den ich... Also, der war für mich richtig dumm. Das habe ich nicht gut gespielt. Tut mir wahnsinnig leid, dass ihr euch das anschauen musstet. Achso, jetzt kann ich... Ja, jetzt kann ich den nicht mehr hochwerfen. Man kann halt nicht alles haben, nicht wahr? Man kann halt nicht alles haben. So. Ich würde, wenn wir eine goldene Bombe bekommen, würde ich natürlich nochmal dahin zurückgehen. Was ist? Ich kann mich nicht mehr... Ach so, die machen... Ah, die machen komisch... Hä? Jo, ich kann... Ich konnte mich teilweise nicht mehr bewegen. Das war ja ganz merkwürdig gerade. Das war ja... Ich hätte es nicht einsammeln sollen. Das war zu bald. Ich habe gar kein blaues Herz mehr. Okay. Okay, ich hätte gern wieder ein blaues Herz, vielleicht, wenn es geht. Geht scheinbar nicht. Ich würde jetzt halt ungern getroffen werden, weil das meine Chance senkt. Oh, ich glaube, es hat die Chance nicht gesenkt, weil es das Soul hat, weil es das Eternal hat weggenommen hat, ne? Ja, okay. Glück gehabt. Glück im Unglück eher, kann man so sagen. Was machst du denn da? Ach so. Ich verstehe, wie du funktionierst. So, gib mir blaue Herzen oder irgendwas Brauchbares. Ja, das ist okay. Wenn ich getroffen werde, ist es okay. Kann ich mich hier wieder aufladen. Nice, genau das brauche ich. Schutz, dass meine roten Herzen nicht getroffen werden. Okay, gib mir Balls of Steel. Yo! Ich bin komplett mit dem Spiel versöhnt. Was zur Hölle? Was ist das? Ancient Recall. Was ist denn Ancient Recall? Ancient Recall. Spawns 3 random cards. Jo, gut, dann setzen wir das doch einfach ein. The Stars nützt mir hier nichts. Strange is nice. The Fool kann man mal. The Fool kann ich mitnehmen für ein halbes Herz weniger verlieren im Dings-Deal. Deal, sag ich schon. Im hier, weißt du schon. Ja, okay.
Aber dann kann ich nicht... Wait, wo ist meine Karte? Da. Ich will ja eigentlich... Nee. Dann, setze ich sie hier ein. Ich muss nur dran denken, dass ich hier noch jetzt die Dings liegen habe. Oh, lol. Hi. Ciao. Mehr Bomben für mich. Gute Sache. Ich muss nur dran denken. Dass ich hier... Dann halt nicht. Die Herzenkarte da noch rumliegen habe. Haben wir die schon gehabt? Will ich noch einen Speed-Up haben? Irgendwann wird es kritisch, ne? Aber irgendwann... Ah, das war HP-Down, lul. Den will ich dann doch nicht haben, unbedingt. Aber irgendeinem Grad war es, glaube ich, immer so ein bisschen kritisch, wenn man... Wenn man, noch mehr davon hatte. Ha! Da wollte ich hin. Genau da wollte ich hin. Gut. Bitte kein Kampf. Stopwatch! Also Broken Stopwatch, aber besser wie nix. Und das Ding zeigt mir, glaube ich, die Energie von Gegnern an. Das ist vielleicht gar nicht so doof gegen Mother. Wenn es das ist, was ich denke. Ich glaube, das ist das, was ich denke. Der Hermit. Ja gut, da sind wir gerade drin. Immer auch noch auf Nummer sicher hier. Okay. Na gut, ich könnte die Karte auch noch kaufen. Vielleicht ist ja eine coole Karte. Magician, nö, keine coole Karte. Okay, wir sind in Mausoleum 2. Das heißt, hier kommt jetzt Mom. Okay, wie komme ich in die Mitte? Da komme ich gar nicht in die Mitte, komme ich gar nicht rein. Schade. Müsste ich fliegen können. Kann ich nicht. Okay, wo ist der Stachelraum? Gerade den wollte ich ja nutzen. Alter, ich bin so ne Pfl... Manchmal hasse ich mich echt so ein bisschen. Dann geht's hier doch weiter zum Stachelraum, okay. Ich hab nix... Was ist denn jetzt passiert? Ich hab nichts mehr gesehen. Da gibt's einfach keinen Stachelraum. Ja, gut, dass ich da hoch bin. Aber dann muss ich jetzt die Karte mitnehmen. Weil es kann passieren, dass ich dann nicht mehr zurück kann, ne? Alter, dann habe ich jetzt einfach umsonst mir hier die Herzen wieder rausgezerrt. Ja, das war ja wieder kompletter Schwachsinn hier gerade. Okay, lasst uns noch kurz einen Geheimraum suchen, dann ist er vielleicht hier. Gut. So komme ich in den Challenge-Raum rein. Jo. Oh nee, ist das nochmal Heretic? Ist das... Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit Heretic in der Runde. Habe ich mir meinen Deal versaut. Jetzt habe ich mir echt meinen Deal versaut, ne? Ah, come on. Jetzt habe ich mir mit dem Quatsch meinen Deal versaut. Naja, gut. Dumm. Dumme Entscheidungen sind dumme Entscheidungen. Machst du nix. Okay, Slow-Effekt ist drin. Sehr schön. Ich hoffe, dass wir diesen Slow-Effekt auch bekommen, wenn wir gegen sie im richtigen Modus kämpfen.
Das wäre so gut, ne? Das wäre so gut, wenn wir diesen Slow-Effekt dann auch bekommen würden. Das wäre so fantastisch. Aber ist halt nicht gesagt. Das ist das Problem. Wieso trifft sie mich eigentlich irgendwie nicht den Schild vorne? Oder ist es nur, dass wenn ich schlage, ist der Schild dann sozusagen nicht aktiv? Das verstehe ich immer überhaupt nicht. Also auch wurscht. Ich verstehe das nicht. Wieso trifft sie da? Ich hab doch den Schild. Mein Gott, wahrscheinlich kommt diese Schüsse, die ich jetzt gerade getroffen habe, die kommen wahrscheinlich von hinten. Aber das ist halt genau das gleiche Problem. Das ist halt genau das gleiche Problem, wenn ich gegen sie richtig kämpfe, also gegen Mother, dass ich von Schüssen getroffen werde, die ich nicht nachvollziehen kann. Und das ist genau der gleiche Müll. So, ist hier noch irgendwo irgendwas? Nö. Man kann dann eben auch nicht mehr zurück. Deswegen darf man nicht die Karte dann liegen lassen, die man stattdessen hätte mitnehmen wollen. Okay. Oh nein, ja Leute, es tut mir leid. Wir spielen gerade eine Runde. Aber ich hoffe auf 3 Putty Flies. Gut, die erste kriege ich schon mal. Noch eine Putty Fly wäre cool. Okay, noch ein Speed-Up ist jetzt langsam kritisch, glaube ich. Yo! Okay, die Maschine ist gut zu mir. Die Maschine ist richtig gut zu mir gewesen. Ja, ich glaube, langsam sind wir schnell genug, oder? Ah, was soll's. Was soll's? Warum nicht? Leider kein Wafer. Das heißt, ich werde jetzt trotzdem immer natürlich ein ganzes Herz Schaden nehmen, wenn ich getroffen werde. Was ist der Nose Goblin? Tears have a random chance to become Booger Tears. Booger Tears stick on enemies. Ah, das ist dieses coole Zeug, aber ich glaube, das bringt mir für ein Schwert nichts, oder? Ich kann mal beobachten, ob ich jetzt irgendwann diesen Effekt habe. Glaube aber nicht. Oh, ich habe den Effekt. Ich habe den Effekt, oder waren das die Tears, die rausgeflogen sind? Auf jeden Fall hatte ich den Effekt kurz gehabt. Okay, interessant. Oh, ich schätze meine Flamme wieder viel zu wenig ein. Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh Mann, dann wenn ich Dings bräuchte, kriege ich es nicht. Das ist so gemein. Weil ich halt jetzt noch keinen Schutz habe vor Rotherzschaden. Tonsil. Auch schon 3 Millionen Mal nachgeguckt. Ich gucke die alle 3 Millionen Mal nach und ich merke sie mir einfach nicht. Nee, das sind Sachen, die ich... Das sind Sachen, wo ich getroffen werden muss, damit es sich aktiviert. Ja, also das scheint mir nicht so sinnvoll zu sein, dieses Ding mitzunehmen. Aber solange ich jetzt hier keinen Poop habe, brauche ich auch das Poop-Ding nicht zurückholen. Ah, doch, doch, okay, der Effekt ist wirklich manchmal da. Okay. Okay, okay. Nee, dann nehme ich das mit. Vielleicht kann ich das ab und zu bei Mom auch auflösen. Auslösen. Das wäre ja was. Ja, das wäre jetzt auch zu viel Glück gewesen, wenn der da gewesen wäre. Aber so ganz am Ende eines Wegs kann man es mal ausprobieren. Jetzt ist hier der Stachelraum, aber
da würde ich jetzt ja viel zu viel Zeug verlieren, deswegen machen wir das jetzt natürlich nicht an der Stelle. Oh, wir werden zum Bücherwurm. Oder ist das überhaupt der One, wo wir die Bücher hatten? Weiß es gar nicht, Lul. Scheinbar nicht. Das, der andere war der, wo wir mit Anarchist angefangen haben, sonst wäre ich jetzt Bücherwurm geworden. Ach, doof. Warum bist du jetzt in der Mitte? Aber vielleicht gibst du mir noch... Okay, du könntest mir auch noch andere gute Sachen geben, ne? Okay, das können wir auch mal mitnehmen. Ich hoffe halt auf... Nein! Okay, immerhin hat er nicht gesprengt, Ich hoffe halt auf ein Guppy-Item. Eine rote Kiste mit Guppy-Item. Und damit habe ich meinen Schutz. Es fehlt noch ein Guppy-Item, dann wären wir Guppy. Das ist natürlich auch interessant, ne? Um es mal so zu sagen. Und da... Teste kurz was. Aber ich glaube nicht, dass ich das Glück habe. Hier wird der nicht sein, der Geheimraum. Schade, weil sonst hätte ich mich in den Stachelraum sprengen können. Ich würde halt jetzt zwei blaue Herzen verlieren, wenn ich da durchgehe. Vielleicht kriegen wir noch was zum Porten. Ich warte mal noch ab, wie sich der... Ich warte mal noch ab, wie sich die Ebene entwickelt. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Brauchbares. Okay, mal gucken, was uns der Boss bringt. Oh, wir sind gerade besonders schnell. Das war jetzt der negative Effekt der Stopwatch. Aber es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel getroffen werden. Please no! Da hat sich meine Stealth-Chance verabschiedet. Zumindest ist sie geringer geworden. Da ist mein Deal. Den habe ich nicht verdient, aber ich kriege ihn trotzdem. Und da ist einfach ein Item. Ich weiß nicht, was es tut. Ich nehme es aber auf jeden Fall mit. Purifying Light. Okay, wir gucken mal nach, was es macht. Wäre zwar schön, es selbst rauszufinden, aber ich will gerade lieber... Nicht, dass es irgendwas ist, was ich, wo ich dafür aktiv was tun muss, damit der Effekt sich auslöst. Also es wird halt irgendwas sein, was um mich rum leuchtet. Das sieht man ja. Ist es neu? Ja, es ist neu. Damage is nearby enemies 5 times per second while touching it. Okay, je näher man am Gegner ist, umso mehr Schaden macht dieses Licht. Interessant. So, jetzt opfere ich mal ein paar Bomben. Schade. Okay. Jetzt ist halt die Frage... Will ich... noch gucken, was ich hier bekommen kann, oder gehe ich lieber? In meinem Zweifelsfall verliere ich noch mehr Energie, als das ich bekomme. Andererseits könnte ich noch versuchen, den anderen Geheimraum zu finden. Beide Geheimräume zu finden. Das haben wir weder noch. Oh, wait! Er kann ja auch auf der Seite sein! Ah, nee, kann er nicht. Schade. Stimmt, ihr könnt ja auch von hier auch schon nicht auf der Seite sein. Was war hier noch drin? Ach, da ist nur noch die Maschine.
Könnte ich zumindest für Herzen sprengen, glaube ich. Nice. Das war schon mal gut. Okay, die zwei Kollegen sprengen wir auch, weil die könnten... Die könnten... Zum einen könnte der sogar dieses Regenerations-Item mir geben. Okay, sehr gut. Auch das ist sehr gut. Aber ich bin halt schon wieder, ne? Ich bin schon wieder so... Ich will jetzt schon wieder zu viel jetzt. Jetzt bin ich schon wieder auf diesem Du-willst-zu-viel-Trip. Ja, okay, da war nix. Okay, ich hätte eine weitere Idee für den Itemraum. Geheimraum. Okay, du könntest auch ganz cool sein. X2-Active-Itemraum ist auch nicht schlecht. Auch nicht nice, wollte ich schon sagen. Auch nicht schlecht. Okay, wir sind wieder komplett voll. Das ist gut. Und hier ist jetzt der Geheimraum. Yes. Und hier ist der andere Geheimraum? Nein. Hier? Nein. Hanged Man. Okay. Damit kommen wir ein... Ja, okay, okay, okay. Ich sehe das als... Ich sehe das als... Wink des Spiels. Dass ich doch in diesen Raum gehen sollte. Ich meine, ich verliere jetzt das eine blaue Herz. Aber damit kann ich leben. Dafür komme ich einmal ohne Schaden hier rein. Schade. Schade, schade. Gerne noch gucken, ob ich den anderen Raum noch finden könnte. Kann er da sein? Ich weiß es gar nicht. Was tun wir eigentlich, wenn ich dich sprenge? Geld oder Herzen? Beides. Ah, das Rote kann ich gar nicht mitnehmen. Du. Waren hier Steine oder hätte ich hier sprengen können? Ich glaube, ich kann hier sprengen. Hier oben kann ich nicht sprengen. Da habe ich schon alles probiert. Viele Möglichkeiten gibt es eigentlich gar nicht mehr für den anderen Geheimraum, ne? Irgendwo muss er ja sein. Oh shit, da unten gibt es noch ein... Ja... Nee. Ja, hier könnte noch was sein. Yo! Bad Wing, they are growing. Was bist du denn? Schwarzer Flügel. Nicht Black Wing, sondern Bad Wing. Fledermausflügel also. Fledermausflügel. Wo bist du? Ach, ich guck, ich kann ja, jetzt habe ich ja den Namen gelesen, dann kann ich es ja so machen. When killing an enemy, you have a very small chance to gain the ability to fly for the rest of the room. Überlege ich gerade, ob mir das bei Mom was nützen würde, wenn ich da fliegen kann. Glaube nicht. Dann würde ich doch lieber die Ace of Spades weiter mitnehmen, weil ich da ja theoretisch Karten kriegen kann und Karten könnten gut sein. Spekuliere wirklich so ein bisschen auf die... Die, wie heißt denn die Karte, mit der ich alles killen kann? Ah, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber ist egal. Aber ist egal, ist egal, ist egal. Mal gucken. Ich würde lieber die weiter mitnehmen, weil... Na, weil, wie gesagt, damit könnte ich theoretisch die Möglichkeit haben. Okay, aber dann haben wir jetzt hier... Haben wir uns jetzt hier lang genug umgeguckt. Ich trauere halt meinem Wafer immer noch hinterher. Das wird auch nicht aufhören. So, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, soll ich nochmal ein rotes Herz opfern, um noch ein blaues zu generieren? Dass die sich... Wobei im nächsten Abschnitt, im nächsten Abschnitt, wenn wir mal ganz ehrlich sind,
ist es schon besser, die Tour of Hearts weiter... Quatsch, das... Wo ist mein Feuer? Ach, ich kann ja beides mit... Yo! Ich hab ja... Oh mein Gott, ihr hättet mich gekillt. Ihr hättet mich gekillt, hättet ihr mich. Und zwar vollkommen zu Recht. Ihr hättet mich komplett gekillt. Ich kann ja beides machen. Ich kann ja die Flamme mitnehmen und wenn ich nachher nicht genug Herzen habe, opfere ich einfach Stück für Stück meine Container und krieg jedes Mal 3 neue Hits. Ich habe ja 2. Ich habe ja durch dieses Item vorhin die Möglichkeit bekommen, 2 Active Items mitzunehmen. Wie wechsle ich die denn? Mit Steuerung, okay. Nicht, dass ich gleich versehentlich hier... Oh, ich habe nochmal Schlüssel bekommen, stimmt. Yo. Okay, das war nochmal gut. Jetzt haben wir aber wirklich alles gesehen hier. Yo, das war nochmal gut. Das Ding ist, wir haben jetzt im Prinzip sozusagen noch viel mehr Hits beim Boss, weil wir halt jedes rote Herz zu 3 blauen Herzen verwandeln können. Oder sind es 2, ich weiß es nicht. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin auch nicht komplett guter Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt schlecht spiele. Na, das kommt noch dazu. Aber ich bin sehr gespannt. Ich würde jetzt auch fast sagen, wir versuchen möglichst schnell zum Boss zu kommen, oder? Weil das Risiko ist halt, Herzen zu verlieren vorher. Ich weiß nicht, ob das dann gut... Also je nachdem, die Sache ist die, wenn wir jetzt hier richtig viel Zeug nachher rumfliegen haben. Wenn wir jetzt also... Oh, ich habe keine Schlüssel mehr. Okay. Wenn wir nachher hier richtig viel Zeug rumfliegen haben, dann würde ich fast sagen, okay, wir können Räume probieren, weil wenn wir getroffen werden, ist nicht so dramatisch. Da wir ja eh... Da wir ja eh praktisch, genau, ne, das meinte ich, wenn hier so Sachen rumliegen, da wir uns ja eh aufladen können, dann würde ich sagen, kann man es probieren. Aber wenn wir diese Situation nicht hätten... Ja, Death ist auch cool, aber da ich die... Ich kann nicht beide Karten mitnehmen, also muss ich... Gut, dann kann ich Death jetzt für irgendeinen Raum einsetzen. Bevor wir halt in den Boss reingehen. Schlüssel. Und der Raum. Ich muss es ausprobieren, aber ich würde jetzt hier wieder abwarten. Vielleicht kriege ich ja irgendwann was Cooles, womit ich ohne Schaden hier reinkomme. Na, das ist das Ding. Das warten wir jetzt natürlich erst ab. Oder ich kann mich vielleicht sogar mit Glück reinsprengen. Das wäre auch cool. Okay, genau. Geben wir gleich den Schlüssel ab. Wir gehen gleich zurück, dann können wir gucken, was da drin ist. Isaac's Fork. Ja, das war aufladen, wenn ich Gegner kaputt mache. Aber da wir im Moment alles voll haben, ist Isaac's Fork jetzt nicht so nützlich. Und ich will ja dafür sorgen, dass Karten spawnen. Okay. Oh, jetzt hat er die so nach hinten geschickt, dass ich da nicht mehr rankomme. Das ist ja frech. Na gut, ist in Ordnung. Aber ich habe kein Glück, ich kann mich nicht in den Itemraum, in den Geheimraum reinsprengen. Ach, in den... Hier, wie heißt das Ding wieder? Offiziell heißt er... Das eine ist der Sacrifice Room und das andere ist der Curse Room. Das ist der Curse Room. Okay. Bisher keinen Schaden genommen. Okay. Bisher war der ganze Weg da nach oben tatsächlich für die Katz. Okay. Okay, hier liegt jetzt nämlich noch mal mehr Zeug rum. Das ist gut. Gehen wir erstmal nach unten. Oh, der Raum ist stressig. Aber den haben wir schnell weg. Darf nicht da reinrennen. Ja, schön. Hat gepasst.
sehe halt die Löcher fast nicht, aber zum Glück sind die gerade echt langsam, die Dinger. Das kann sonst auch ein sehr anstrengender Raum. Da ist der Boss. Okay, aufpassen, nicht da reinlaufen, Lul. Was war das für ein Sound? Ach so, weil ich im langsamen Modus war. Es liegt ja auch nochmal der Lovers, da kann ich auch nochmal die Herzen spawnen. Ist okay. Okay, ein Schlüssel wäre ganz cool. Also selbst wenn wir getroffen werden, ne, wir haben Möglichkeiten, uns aufzuladen. Das ist das, was ich gerade denke. Deswegen werde ich hier erstmal probieren, weiter rumzugucken. In der Hoffnung, dass vielleicht noch irgendwas Cooles passiert. Vielleicht kriegen wir hier noch das Item, was ich gesucht habe. Schade. Und das Regenerations-Item könnte hier aus so Dingern rauskommen, wenn ich die sprenge. Das ist nicht unwahrscheinlich. Und das ist recht nicht unmöglich. Da ist noch so eins. Schade. Da ist noch so eins. Schade. Aber immer noch mal ein halbes, immer noch immerhin. Genau. Hier geht's noch runter. Was bist du denn? Dich habe ich noch nie gesehen. Okay. Jetzt könnte ich hier mal... Nee, Quatsch. Darüber konnte ich, glaube ich, nicht sprengen. Da habe ich von der anderen Seite... Habe ich da gesehen, dass das nicht gut ist. Eventuell wäre hier was. Ah, okay. Wir kämpfen nochmal. Das hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Was ist hier drüben? Scheiße. Okay, was ist die Murmel... Superball, some random tears will gain the rubber cement effect and become bouncy. Nützt mir nichts. Okay, cool. Ansonsten ganz lustig, das Ding. Ansonsten ganz lustig. Igitt, 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 ekelhaft, ekelhaft, alles ekelhaft. Schlüssel? Hatten wir nicht noch eine Chest? Ja, wir hatten noch eine Chest, ne? Die habe ich noch nicht geöffnen können. Genau. Okay. Dann haben wir alles gesehen. Wir haben nicht nochmal eine Karte bekommen für Dings. Toll. Ah, das ist dieses Ding, das... man Status-Ups bekommt, wenn die gleiche Anzahl von Coins, Bomben und Schlüssel da ist. Nee, Quatsch. Ist gar nicht wahr. Keine Status-Ups, sondern dann droppen Sachen doppelt. Nützt mir also nichts. Hab gelogen, sorry. Hab gelogen. Okay, ja, wir haben alles gesehen. Bis halt auf den Dingsraum, den Stachelraum. Aber dann opfere ich jetzt meine Herzen dafür kurz. Die Chance, dass da drin was ist, ist halt nicht null. Ne? Okay, ist Consume the Enemy für den Marmkampf sinnvoll? Weil, ist das jetzt... Es ist ja, wenn ich pro Gegner war... War das pro Raum oder war das pro Gegner? After clearing a Raum. Ja, nee, nützt mir dann doch nichts. Ich hab gelogen. Ich meine, der nützt mir dann genauso nichts, aber... egal. Lag noch irgendwo... Okay, genau, die muss ich mitnehmen. Lag noch irgendwo ein normales Herz? Ah, den habe ich noch nicht gesprengt. Wait. Also für die ganzen Herzen, die noch rumliegen, nimmt er mir erst rote Herzen? Was für Herzen nimmt der? Gönnt er sich jetzt ein blaues oder ein rotes? Der gönnt sich... Oh, der gönnt sich aber gleich ein ganzes rotes. Da muss ich jetzt aufpassen. Also, aber ich sehe ja, wie viele hier sind. Das zeigt mir sogar, ob es ein halbes oder ein ganzes ist. Das zeigt mir alles an. Okay, das gibt er mir gleich wieder zurück.
Noch kann ich. Was war das? Nee, die lieber nicht. Die lieber nicht. Einmal kann ich immer noch, oder? Wait, das ist... Das Ding ist nicht so gut. Das Ding macht mir Schaden für Damage ab, richtig? Das hatten wir schon mal. Ist das, hieß das Ding Scraper? Ich tippe einfach mal Scraper ein. Ich habe irgendwie, sagt mir Scraper gerade was. Okay, Scraper gibt es nicht. Scheiße, wie heißt dieses Ding? Das war ein Afterbirth Plus. Nee, da. Doch, Afterbirth Plus. Permanently removes one of your red heart containers and gives you a flat plus 0,2 damage up, dynamic effect plus 5 range up and a cube of meat. Ach so. Cube of meat and damage up are both permanent. Ich könnte damit einen Meat Boy generieren. Ich könnte damit einen Meat Boy generieren. Will ich das? Der macht halt Kontaktschaden, ne? Der macht halt Kontaktschaden. Aber wenn ich das mache, habe ich nicht mehr so viele Herzen, die ich dann in blaue Tränen verwandeln kann. Leute, ich bin böse am Struggeln. Was soll ich... Oh, was würdet ihr tun? Das ist ja das Ding. Ich sehe ja im Moment, sehe ich eigentlich... Nee, wir generieren hier keine Meat Boys. Das ist krank. Das lassen wir lieber mal schön sein. Was ich mir generiere... Okay, doch. Was ich mir generiere, ist ein Meat Cube. Für mehr Schutz um mich herum. Den generiere ich mir. Aber das war's dann auch. Aber den generiere ich mir. So. Ich hoffe, da drin ist was Geiles. Wenn da nichts Gutes drin ist, habe ich es halt. Dann habe ich halt. Dann habe ich halt. Ja, dann habe ich halt versagt. Dann ist es so. Da ist nochmal so einer. Nee, Kollege, jetzt nicht mehr. Sorry. Gib mir wenigstens ein Herz oder so. Das ist nicht, was ich wollte. Ja, schade. Der Way. Den Weg sind wir komplett umsonst gegangen. Aber es ist okay. Das ist halt das Risiko, was man geht. Das ist halt das Risiko, was man geht. Jetzt machen wir uns hier wieder voll. Wie gesagt, das ist das Risiko, was man geht. Wir haben, denke ich, alles getan, was wir tun konnten. Wir haben alle Geheimräume gesehen. Mehr kann ich aktuell nicht tun. Nö, mehr kann ich aktuell nicht tun. Wir nutzen die Kerze, solange es geht. Dann werden wir erstmal uns wieder ein bisschen Energie verschaffen und so weiter. Ich hoffe, dass wir gut... Achso, nee, erstmal nutzen wir die Tour of Hearts. Erstmal nutzen wir die Tour of Hearts, bevor wir den Quatsch machen. Und das ist das Ding. Wenn ich jetzt hier... Ich glaube, der Meat Boy ist es nicht wert. Okay, drückt mir die Daumen. Ach so, wenn man hier versehentlich reinläuft, kann man auch wieder raus. Okay, gut zu wissen. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt gut geht.
3, 2, 1. Ich hoffe halt, ich hoffe auf die Orbitals um mich rum, dass die mir gut genug Schutz bieten. Plus Schild. Und dann habe ich noch diesen Gift-Effekt drin. Ja, hier werde ich schon wieder komisch getroffen. Das kann ich wieder nicht leiden hier. Aber schaut euch mal an, wie schnell die den Damage kassiert. Ah, weil ich auch noch Kontaktschaden durch das Licht. Das Licht macht ihr ja auch nochmal nice Schaden. Oh ja, stimmt, das Licht macht. Das Licht macht bösen Schaden. Ich habe noch nicht mal mein Feuer eingesetzt. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Das Licht macht böse Kontaktschaden. Hälfte, okay. Den habe ich mittlerweile gelernt, wie er geht. Den habe ich mittlerweile verstanden. Ja, den habe ich mittlerweile verstanden. Der war ein Problem bisher. Den habe ich mittlerweile verstanden. Okay, wir schaffen es. Wir schaffen es. Nice. Ja, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Oh, und ich bin froh, dass ich dieses Zwischending verstanden habe. Ja, passt, passt. Ist okay. Das Zwischending war so ein bisschen ein Problem, das habe ich erst nicht gecheckt, aber man sieht nämlich anhand der Spuren, wo die Schüsse landen. Oh yes! Take this! Wir kriegen dieses Schwert! Das Schwert ist das Item der Belohnung in dieser Challenge. Ja, nice! Oh yes! Oh yes! Fantastisch. Ah, der erste Run, wo ich mir wafer, ne? Aber gut. Passt. Passt. Mit so einer Ausrüstung ist dann tatsächlich auch Mother nicht mehr das große Problem. Oh mein Gott. Sehr schön. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.